Ja, liebe Fernsehzuschauer, hallo Nachbar, herzlich willkommen. Wir sind hier gerade draußen in einem Buckower Garten. Heute haben wir zu Gast Bodo Manegold. Sommerloch ist da, wir füllen es. Und zwar heute wollen wir mal den Bürgermeister ein bisschen auf den Zahn fühlen. Herzlich willkommen, Bodo Manegold. So ein bisschen mal in die Historie wühlen. Sie sind ein Kind der Blockade, 1948 geboren. Wo sind Sie denn da geboren in Berlin? Ja, wenn ich den Aussagen meiner Eltern und Großeltern trauen darf, dann bin ich in der Möllendorf-Klinik geboren worden, in Kreuzberg. Und wie meine Großmutter immer sagte, mit Brennnesselspinat groß geworden. Ja, es war eine schlechte Zeit, aber man sieht, wir sind ja beide fast ein Jahrgang. Wir haben es überlebt, wir haben es überstanden. Mit Milchpulver und so kann man uns jetzt nicht mehr locken. Nach und nach sind Sie ja dann größer geworden. Die Schule wurde Pflicht. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Ja, zur Schule bin ich gegangen in Kreuzberg, Reichenberger Straße, Ecke Forsterstraße. Das kam daher, weil meine Großeltern sowohl in Kreuzberg ihre Geschäfte hatten, Paul-Linke-Ufer-Manteuffel-Straße, und gewohnt haben sie hier im Dorf Buckow. Und deshalb bin ich an verschiedenen Orten groß geworden, ebenso auch in Britz, weil dort die Eltern meiner Mutter wohnten. Und daher kenne ich also Neukölln und Kreuzberg wie meine Westentasche. Also man könnte sagen, ein Neuköllner Kind im gewissen Sinne. Dann sind Sie auch, haben Sie eine Lehre gemacht als Werkzeugmacher. Da musste man ja dann mit der Feile anfangen. Haben Sie dann auch mal mit dem Besen so die Werkstatt sauber machen dürfen? Ja, ich habe 1965 angefangen, bei Fritz Werner in Marienfelde Werkzeugmacher zu lernen und natürlich durch sämtliche Stationen durch, vom Fegen bis zum U-Stück feilen und Würfel feilen mit Fräsen, Drehen und Hobeln und was es alles so gab. War dort dann auch Vorsitzender der Jugendvertretung der Fritz Werner Werke. Ja, und anschließend bin ich noch ein halbes Jahr in der Firma geblieben, um auch so richtige Arbeit kennenzulernen. Einmal Akkordarbeit, Nachtschichtarbeit in der Frauenabteilung und, und. Ja, und dann angefangen zu studieren. Ah ja, jetzt kommen wir natürlich dahin, wenn man studiert, so ein Herr Professor wie Sie sind, sind Sie plötzlich dann derjenige, der auch den Ton ansagt? Sind denn die Studenten alle hörig? Hören Sie denn auf Professor Manegold? Also ich muss sagen, ich habe in den Jahrzehnten, wo ich meine Lehrtätigkeit an der Technischen Fachhochschule ausübe, immer ein gutes Einvernehmen mit allen Studenten. Ihr habt, egal wie der Zeitgeist war, ich habe ja dort viele Situationen erlebt. Ich bin ja seit 1972 dort freier Mitarbeiter bzw. Lehrbeauftragter und Professor und kann sagen, das Verhältnis zu den Guten, egal welcher politischen Couleur sie angehörten, war fachlich immer in Ordnung. Und es freut mich besonders, wenn ich heute durch Neuköllner Firmen gehe und den einen oder anderen Studenten sehe, der heute in leitenden Funktionen tätig ist. Das freut einen denn. Ja, nun hat er natürlich nicht nur als Politiker angefangen, Karriere zu machen, sondern auch Gemeindekirchenrat. 1971 ist die Zeit, wo wir uns beide kennengelernt haben. Da haben Sie auch in der Kirche ziemlich agil, waren Sie in der Kirche ziemlich agil. Heute noch machen Sie Predigt. Und zwar in Altbuko, in der Dorfkirche. Ist das ein Hobby oder ist das auch eine Überzeugung? Nein, das ist eine Überzeugung. Ich war ja mal mit der jüngste Gemeindekirchenrat Berlins 1971 und habe dann nebenbei, wie ich immer so schön sage, Schmalspurstudium in Theologie auch gemacht und darf ja auch nun in Berlin-Brandenburg predigen, was ich sehr gerne mache. Mein Jetzt Haupt darf man es ja wieder in Brandenburg. ja, in Brandenburg auch. Mein Hauptsitz ist natürlich die Dorfkirche hier in Buckow, wo ich zurzeit sehr eingesetzt bin, auch nach dem plötzlichen Tod unseres Dorfpfarrers Ulrich Vogelsang. Aber gerade in den letzten Jahrzehnten, seit der Wende, habe ich auch den südlichen Teil von Berlin hier kennengelernt, also von Buko-Rudow bis raus nach Teupitz. Ich habe schon auf den Kanzeln gestanden von Großsiethen, Schönefeld, Mittenwalde und Teupitz, sodass mir also das auch nicht fremd ist. Und ja, wenn meine Zeit mal es wieder mehr zulassen sollte, dann bin ich auch bereit, dort in diesen Dörfern zu predigen, zumal das ja jetzt auch noch einfacher geworden ist, da ja ein Teil des Landkreises Dahme-Spreewald bis runter nach Königs Wusterhausen zum Kirchenkreis Neukölln gehört. Es ist ja nicht einfach, sozusagen als Politiker zu predigen. Wahrscheinlich ist es in der Sache mit Kirche ein bisschen einfacher. Aber kommen wir zu den Politikern. Professor Bodo Manegold war 1980 Stadtrat in Berlin, in Neukölln. Er hat viele Etagen, alle eigentlich schon durchgemacht, alle Stadtratposten auch in Vertretung. Und 1995 ist er dann Bezirksbürgermeister geworden.
Hat sich denn für Sie da etwas geändert? Ja, es ist noch umfangreicher geworden, denn man muss ja sehen, neben dem Bürgermeisteramt habe ich ja noch das Stadtratsamt für Bau, Wohnungswesen und Umweltschutz. Das sind also eigentlich zwei Posten, wenn man so will, und das ist natürlich zeitlich mehr geworden. Aber man muss eben gute Mitarbeiter und gute Büros haben, die alles koordinieren. Und dann übersteht man die 7-Tage-Woche aller 24 Stunden. Und dann gibt es ja immer noch die Nacht, wo man sich ausruhen kann. Es ist natürlich die Frage, wenn Sie das alles so machen hier, wie zum Beispiel gerade mit der Kirche, mit der Partei, als Bürgermeister, Sie werden ja oft eingeladen zu feiern, zu besonderen Anlässen. Wo sehen Sie Ihren Schwerpunkt denn in Ihrer Arbeit jetzt in Neukölln überwiegend? Also der Schwerpunkt ist natürlich, als Landesvater dafür zu sorgen, dass alle Neuköllner sich wohlfühlen. Es wird nicht immer gelingen, aber man sollte sich zumindest bemühen, dass es so klappt. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist natürlich, solange ich hier Stadtrat bin, seit 1980, dafür zu sorgen, dass Neukölln der größte Wirtschaftsbezirk ist. Das sind wir nach wie vor. Und dass wir hier genügend Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze haben. Das ist der Schwerpunkt meiner Regierungspolitik. Dann kommen wir gleich Zukunftsstandort der Wirtschaft Neukölln. Viele sind abgewandert, auch ins Umland. Tut das manchmal weh? Es tut weh, aber auf der anderen Seite sieht man auch bei einigen Firmen, wie die Verbundenheit mit dem Bezirk ist. Und hier darf ich zum Beispiel die Fiesmann-Werke ansprechen in Rudow draußen, die sich auch niedergelassen haben in Wittenwalde, also vor den Toren Berlins, aber in Absprache mit der Bezirksregierung. Und sie haben zwar einen Teil der Produktion nach Mittenwalde verlagert, haben dafür aber hier in Rudow die Fiesmann-Akademie gebaut und eine Übernachtungsstätte. Und damit sind unterm Strich Arbeitsplätze geblieben. Und das ist natürlich gut. Andere Firmen haben das nicht so gemacht. Man kann sie ja hier ruhig nennen. Alcatel, das ist ja momentan eine große Sorge, die wir im Bezirk hier haben. Und da müssen wir eben sehen, dass neue Firmen dann hierher kommen, um Arbeitsplätze zu schaffen für unsere Mitbürger, die wir hier haben. Besonders freut mich das Gewerbedreieck Sonderlee, wo es uns gelungen ist, 6 neue Firmen hier anzusiedeln, um unter dem Strich 150 Arbeitsplätze wieder neu zu bilden. Das ist eine gute Sache und das wollen wir auch im nächsten Jahrtausend weiter vorantreiben. Nun hat Neukölln als einwohnerstärkster Bezirk natürlich Sorgen und Nöte. Wo drückt manchmal der Schuh, wo kann man manchmal nicht helfen? Ja, der Schuh drückt zum Beispiel, wenn wir die Grundausstattung des Bezirkes sehen. Die sind in anderen Bezirken manchmal vielleicht besser, aber das hängt eben damit zusammen, dass wir 23 Bezirke haben, unterschiedlichster Größe. Der größte Bezirk Neukölln mit 330.000 Einwohnern und der kleinste Bezirk mit 58.000 Einwohnern, aber die Grundausstattung ist gleich. Und daran kann man schon erkennen, das haut so nicht hin. Und deshalb haben wir uns auch für die Fusion von Bezirken ausgesprochen, um eine Gleichheit zu bekommen. Genauso würde ich mir praktisch auch wünschen, wenn wir aufholen könnten in Kultur. Da ist eine Menge geschehen in den letzten Jahren. Das muss man auch an dieser Stelle mal deutlich hier unterstreichen. Unser Kunstamt und unser Heimatmuseum leisten hier eine vorbildliche Arbeit. Ebenso der Britzer Garten, der ja auch kulturell hier einiges zu bieten hat. Und natürlich das Britzer Schloss. Da bin ich schon sehr zufrieden. Aber ich sehe auch die großen Anstrengungen hinter den Kulissen, wo es andere Bezirke finanziell wesentlich leichter haben. Und deshalb ist das, was hier geschehen ist, noch doppelter zu unterstreichen, als ich schon getan habe. Letzte Zeit gibt es ja immer mehr negative Schlagzeilen in Neukölln. Rixdorf ist mal umbenannt worden, weil es so viele negative Schlagzeilen wurde in Neukölln. Sollte Neukölln jetzt auch wieder umbenannt werden und einen anderen Namen? Ich weiß selber aus Erfahrung, dass es schlechter geworden ist. Es hat sich nicht verbessert, aber es ist wahrscheinlich eine Sorgenecke überhaupt in der Stadt so allgemein geworden. Wie sieht ein Bürgermeister denn diese Entwicklung? Also Sie haben recht, Rixdorf ist ja mal umbenannt worden in Neukölln, weil die Hasenheide das darstellte, was die Reeperbahn für Hamburg ist. Und deshalb waren die Stadtväter damals der Auffassung, wir brauchen einen neuen Namen, dann wird alles besser. Aber nur das Türschild auswechseln, das reicht nicht. Natürlich haben wir hier in Neukölln Probleme und Sorgen, die wir auch nicht verniedlichen oder verschweigen. Nur das, was im Spiegel mal drin stand vor einem Jahr, das war maßlos übertrieben. Es stimmte in der Form hinten und vorne nicht. Wir haben Probleme, die teilweise aufgrund der Vorgaben entstanden sind. Zwei Beispiele, Fehlbelegungsabgabe und Wohnberechtigungsschein. Die Kriterien des Wohnberechtigungsscheins sind in den letzten 30 Jahren nicht geändert worden. Und das hatte zur Folge, dass eine Bevölkerungsumstrukturierung, wenn Wohnungen frei wurden, stattgefunden hat. Das war nicht gut. Das hat der Landtag nun auch entdeckt und unsere Neuköllner Abgeordneten,
hier von CDU und SPD sind hier tätig geworden und haben ja nun erreicht, dass in verschiedenen Gebieten des Bezirkes sowohl die Fehlbelegung abgeschafft worden ist, als auch der Wohnberechtigungsschein. Und hier hoffen wir, dass wir eine bessere Durchmischung denn wieder erhalten. Wir haben in der Altstadt auch Probleme, das ist auch erkannt worden von der Senatsverwaltung. Und deshalb haben wir ja 3 Quartiersmanagementgebiete bekommen. Einmal in der Sonderlehe, in der Heideck-Siedlung, in den Rollbergen und in der Schillerpromenade. Und da versuchen wir nun mit den Quartiersmanagern die Situation zu verbessern in allen Bereichen. Das heißt, Arbeitsplätze schaffen, Ausbildungsplätze schaffen, kulturelle Einrichtungen fördern, Jugendeinrichtungen schaffen und natürlich das Umfeld zu verbessern. Mehr Grün in Straßenland, mehr Grün auf den Spielplätzen. Da sind die ersten Erfolge schon zu sehen und ich hoffe, dass dies im nächsten Jahrtausend dann doch dazu führt, dass Neukölln wieder ein Bezirk wird, wo man an jeder Ecke sagen kann, hier möchte ich hinziehen. Wenn wir jetzt bei der Seefahrt wären, würde ich sagen, allzeit handbreit Wasser unterm Kiel. Was kann man dem Bürgermeister wünschen? Ja, natürlich Glück auf und Gottes Segen für den Bezirk, dass alles so weiterläuft. Und die Chancen sind nicht schlecht. Die Entscheidung, den Großflughafen Berlin-Brandenburg vor den Toren Neukölln zu installieren, die sind gut. Denn damit wären wir scharniert zwischen Schönefeld und zwischen dem Forschungsstandort Adlershof. Und das bedeutet für Neukölln neue Arbeitsplätze. Gut, Gottes Segen, hat er schon gesagt. In diesem Sinne, tschüss Nachbarn. Hallo Nachbarn.